Hallo, du Liebe. Ja, ich bin jetzt hier in, schau mal, wieder unterwegs, on the road, an einem wunderschönen Plätzchen, wo ich die Aussicht genossen habe und dass ich dazu nutzen möchte, ein Video zu machen, warum ich nie die Frau war, die alles hat. Und vielleicht kannst du daraus eine Inspiration für dich nehmen. Und es ist auch ein Anliegen von mir, dir klarzumachen, dass alles in unserem Kopf passiert und dass es von uns in unserem Kopf geregelt werden kann. Wenn du neu bist, hier dieses Video, mich zum ersten Mal in diesem Video siehst, ich bin Patricia Dender. Und meine Mission, meine Vision ist es, dass jeder auf dieser Welt weiß, wer er wirklich ist, weiß, dass Haut und Knochen nicht das sind, was wir sind, dass unsere Geschichte nicht das ist, was uns ausmacht, sondern dass unsere göttliche Wahrheit das ist, was uns ausmacht und dass wir hier sind, um die erstmal wieder zu erkennen, zu finden und dann daraus lernen zu leben, einen Lifestyle, einen göttlichen Lifestyle entwickeln, uns zu erlauben, in der Fülle zu leben, in der wir gedacht sind. Ja, ich komme zurück zu dem Thema, warum ich und vielleicht auch du nie die Frau war, die alles hat. Wie kann ich die Frau sein, die alles hat, wenn ich nichts habe, nichts von dem, was ich mir wünsche, wenn ich nichts von dem habe, was mich glücklich machen würde, wenn ich nichts von der Liebe habe, nach der ich mich so sehr sehne, wenn ich nichts zum Lieben habe, das ich so gerne lieben möchte und wenn ich etwas zum Lieben habe, wie zum Beispiel meinen Sohn, in permanenter Angst bin, dass es mir wieder genommen wird. Die Frau, die alles hat, die hat immer alles. Die ist in absoluter Fülle. Die Frau, die alles hat, die hat Vertrauen. Und sie kann nur Vertrauen haben, eine Frau kann nur Vertrauen haben, wenn sie sich zurücklehnen kann. Wenn sie weiß, wer sie ist. Wenn sie weiß, wie das Leben wirklich, wirklich funktioniert. Und zwar, es entsteht in dir, es entsteht in mir. Und solange du noch glaubst, dass das Leben außerhalb irgendeinen freien Willen hat oder vertritt, insbesondere gegen dich, oder um dir zu schaden oder um dich zu verletzen oder um dir Angst zu machen, dann wirst du nie in dieses Vertrauen kommen können, weil du in einer Lüge lebst. Und zwar in der Lüge, dass irgendeine Kraft, irgendeine Macht, vielleicht sogar auch irgendein Gott, irgendeine Energie selbstständig entsteht. Alleine entsteht. Alleine existiert. Aber das ist nicht so. Es existiert nur all das, was du für dich wahrnimmst. Was du fühlst, nimmst du wahr. Und wenn du deine Gefühle selbstständig außerhalb von dir wahrnimmst, wenn du denkst, dieses Gefühl ist durch irgendetwas, was außerhalb von dir besteht, entsteht, entstanden, dann fühlst du dich halt ausgeliefert. Aber dieses Gefühl, jedes Gefühl in dir entsteht aus deiner Welt, in der du gerade bist. Du bist immer in einer Welt. Und diese Welt wird von dir gemacht. Diese Welt besteht aus deinen Erinnerungen. Diese Welt besteht aus deinen Vorstellungen. Diese Welt besteht aus deinen Geschichten. Und alle Menschen in deiner Welt, die sind auch von dir gemacht. So oder so, du machst es. Es gibt nichts, es kann nicht sein, es kann nichts sein, was du nicht wahrnimmst. Wenn du es nicht wahrnimmst, ist es nicht.
Und sobald du es wahrnimmst, ist es da. Und ist es eine Kreation, die du fühlen kannst. Und jetzt sind wir hier, zu sagen, okay, ich weiß zwar nicht, dass ich die Frau bin, die alles hat, aber irgendwie kann ich mich ja mal darauf einlassen, dass ich alles habe, was ich mir wünsche und mir dieses kreiere, erst in meiner Vorstellungskraft und dann diese Kreation fühle. Und ich fühle sie so lange, bis sie in die Realität kommt. Und die Realität unterscheidet sich von dem, was ich fühle, von meiner Schöpfung, die ich spüre im Inneren, die ich sehe, die ich mit meinen fünf Sinnen wahrnehme. Diese Realität im Außen unterscheidet sich eigentlich überhaupt nicht von dem, was du im Innen fühlst. Wenn es rauskommt, es kommt immer raus, es ist immer sofort draußen, es ist alles immer gleich draußen. Und dann kannst du es von draußen auch fühlen, von draußen rein fühlen und von innen nach außen fühlen. Und dann bist du in dem gleichen Gefühlszustand, dann bist du in dem gleichen Seinszustand. Und die Frau, die alles hat, die fühlt sich eben, wenn sie von innen was nach außen fühlt, fühlt sie sich komplett und erfüllt. Und wenn sie von außen was nach innen fühlt, dann fühlt sie es komplett und schön, einfach in göttlicher Perfektion, in göttlicher Wahrheit, in göttlicher Harmonie. Und das können wir machen. Für uns Frauen ist es so viel einfacher. Nur müssen wir wissen, was die Gefühle sind und woher sie kommen. Und wenn wir diese Kraft der Gefühle, eben der bewussten Gefühle erkennen, dann haben wir die Kreationspower auf unserer Seite. Aber ich fühle das, wofür ich mich entscheide. Und es ist so ein Irrglauben oftmals, dass man eben hier ist, um diese ganzen schlechten Gefühle zu fühlen, die in einem sind. Es ist aber nur, weil da eine schlechte Welt kreiert worden ist, aus meinen Programmen, aus meinen Konditionierungen, aus meinen Erinnerungen. Und da darf ich wirklich rausspringen, so richtig springen und sagen, so, jetzt bin ich aus dem alten Scheiß draußen. Und wie sieht das Neue denn aus? Wie will ich das denn haben? Und ich will es ja nur haben, damit es sich so gut anfühlt. Also muss ich mir überlegen, wie fühlt sich's an, wenn ich es habe? Wie fühlt sich's an, wenn ich das bin? Und dann bin ich nicht mehr im Mangel und dann kommen die Sachen pam, 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 pam. Aber ich bin's erst, wenn ich's fühle. Und das ist die Krux. Ich muss diesen Seinszustand, den ich haben möchte, muss ich fühlen. Und das geht nicht so einfach, weil ich da halt noch meine ganzen alten Geschichten habe, die aktiv sind, die ich switchen muss. Dass sie mir nicht mehr im Weg stehen. Ich muss mir den Weg frei machen. Und dann muss ich mir erlauben, zu sein und zu fühlen. Sein und fühlen, das ist für mich das Gleiche. Und dann bist du's. Erst wenn du es fühlen kannst, bist du's. Aber wann kannst du es fühlen? In dem Moment, wo es für dich wahr ist als alles andere. Wo dieser neue Zustand für dich wahrer ist als alle alten Gefühle, die du kennst. Als alle alten Geschichten, die du kennst. Dann fühlst du das, was du fühlen willst. Und nicht das, was du eh schon 100.000 Mal gefühlt hast und was sich einfach nicht gut anfühlt. No, grazie. Grazie. No, io sono al telefono. Grazie. Egal wo du bist, es wird dir sardischer Pecorino angeboten hier. Ich stand der Letzte in dem Apartment, wo ich jetzt war, stand ich auch auf der Terrasse und dann hat auch einer wie jetzt angehalten und mich gefragt, ob ich Käse will. Also, Käse kriegst du hier überall. Okay, ich komme jetzt mal zum Schluss. Meine Message ist, die Frau, die alles hat, wie fühlt sie sich für dich an? Wie lebt sie? Was ist das für ein Lifestyle? Was ist das für ein Seinszustand?
Und wenn du diese Frau in dir so tief spüren kannst, einen ganz kleinen Moment auch nur zum Anfang, dann weißt du, dass die da ist und dann weißt du, dass die raus will. Und dann weißt du, dass diese Frau, die alles hat, die deine wahre Lady ist, die in dir lebt, dann weißt du, dass es deine Pflicht, deine Aufgabe hier ist, diese Lady leben zu lassen, diese Lady in deinem Körper erscheinen zu lassen, diese Lady durchs Leben schweben zu lassen, weil es möglich ist, weil diese ganze schwere Bullshit nichts anderes ist als eine Tonne von Lügengeschichten, die wir mittragen in unserem Rucksäckchen. Hast du schon mal eine Lady gesehen mit einem schweren Rucksack? Eine Lady ist leicht unterwegs, in ihren schönen Schuhen, in ihrem schönen Kleid, was auch immer das ist. Aber sie fühlt sich immer schön, sie fühlt sich immer richtig, sie fühlt sich immer geliebt, sie fühlt sich immer akzeptiert, unterstützt. Und das ist die Wahrheit. Wir sind das alle. Wenn wir endlich aufhören, dem Bullshit zu denken, zu glauben und zu fühlen, der nicht dem entspricht, was wir sind. Wie jede von uns ist die Frau, die alles hat. Und diese Lady will raus. Und deswegen tut's weh, wenn du sie nicht rauslässt. Das weiß ich doch so sehr. Das tut so weh. Und du kannst machen, was du willst. Du kannst hingehen, wo du willst. Du kannst dich treffen, mit wem du willst. Du kannst tolle Klamotten anziehen. Aber solange die Frau, die alles hat, die alles ist, diese Lady, von dir nicht gefühlt wird, 100%, ich bin das, kannst du das nicht genießen. Alles, was sich dir vielleicht ermöglicht, dein Leben ist so voll mit so schönem Zeug, jetzt schon. Erstens mal siehst du nicht viel davon und zweitens mal nimmst du es nicht auf, nimmst du es nicht an, trennst du dich immer wieder davon, weil du nicht glaubst, dass du diese Lady bist, die Frau, die alles hat. Und deswegen bin ich so, so stolz und so glücklich über mein Programm, die Frau, die alles hat. Und ich bin so glücklich, dass ich mit meinen Mentorinnen zusammen gehen kann. Und ich bin so glücklich, dass ich dir jetzt noch anbieten kann, wenn du vielleicht, das zu groß ist vielleicht noch für dich, die Frau, die alles hat, dieses 10-Wochen-Programm, wo wir in alle Bereiche reinschauen und diesen Bullshit ausgraben und transformieren. Wenn das für dich zu groß ist und du willst erstmal reinschnuppern, ich gebe dir diese Woche bis zum Sonntag noch die Möglichkeit, eine Mentorin für dich für 4 Stunden zu buchen für 750 Euro. Ab Sonntag kostet es 1200 Euro. Immer noch ein Schnäppchen. Und egal, welche Mentorin du wählst, egal, mit wer du 4 Stunden verbringst, in deiner Absprache, in deinen als Zoom, als Telefon, als Textaustausch, das machst du mit der Mentorin aus. Es gibt aber keine vier Stunden, die du besser in deinem Leben investiert hast. Und wenn du nur irgendwie glaubst, was ich dir sage, und wenn du irgendwie keinen Bock hast mehr, diese Enge und diese Angst und diese Beschränkung zu spüren und dieses verdammte, ich bin nicht gut genug und ich darf mir nicht erlauben und so weiter und so fort, wenn du das loswerden willst, mach das wenigstens. Und wenn du, wie die anderen, die reingesprungen sind in das Programm, einfach sagen, das ist meins, dann spring rein, dann komm jetzt. Und verschwende nicht wertvolle Lebenszeit, weil es kann so viel schöner sein. Ich habe so gelitten. Mein Leben war so kacke. Es war so voll Angst. Es war so klein. Es war so eng. Es war so bewertend. Es war so voll Kritik. Mein Leben war so ein Kampf und ich war nie gut genug und es war nie schön und ich habe es nie genossen und ich war nie entspannt. Ich weiß, wie das ist und ich weiß jetzt, warum das ist und vor allem weiß ich jetzt, wie es nicht mehr sein muss, um was es geht. Und das möchte ich dir gerne mitgeben. Aber ich kann es dir nur mitgeben, wenn du empfangsbereit bist, wenn du sagst, ja, diese alte, kleine,
wertlose Schnecke, die ich gerade vielleicht noch immer mal wieder in mir fühle, die geht mit mir nicht in die Zukunft. Ich gehe als die Frau, die alles hat, als die Lady, die sich alles erlaubt, alles genießt und alles mit Schönheit und Leichtigkeit erlebt. Wenn du diese Lady sein möchtest, bist du bei uns richtig. So, also ich werde mich jetzt hier mal weitermachen auf den Weg. Es kann ja nur schöner werden. Ich zeige euch mal, ich bin hier angehalten, weil ich beim Fahren die Message im Kopf hatte und ich dachte mir, sobald ich einen schönen Platz finde, mache ich das Video für euch. Also ihr Lieben, bis dann!